So, hallo und guten Morgen. Ja, heute wieder Sonntag, ihr wisst es, und wir sind wieder unterwegs, heute bei leicht bewölktem Himmel, aber sehr angenehmen Temperaturen noch. Es ist schon sehr herbstlich, das Laub kommt schon überall herunter und ja, wir sind unterwegs Richtung Frillensee heute. Kommt's mit! So, der ein oder andere wird es schon bemerkt haben, der Flori hat ein neues Fahrrad bekommen. Ja, sein Jugend-Mountainbike ist jetzt einfach zu klein geworden und deshalb war es jetzt höchste Zeit. Wir haben Geburtstag und Weihnachten zusammengelegt und der Florian hat ein tolles Fahrrad bekommen, ein Cube Reaction Pro. Reaction Pro. Der Flo kennt die genaue Bezeichnung, also ein wunderschönes Fahrrad. Und ja, tolle Ausstattung dazu. Und ja, er hat schon sehr, sehr viel Spaß damit. Große Umstellung sind die Räder. Der Flo, darfst du mal hingehen, Flo? Der Flo hat jetzt, was für Größe hast du jetzt, Flo? Das sind 29 Zoll Räder. Und wie fahren Sie die im Vergleich zu den 26 Zoll vorher? Rollen gut, also man rollt gut drüber über Steine und Wurzeln. Okay. Geht echt gut. Gut, super. Was ist denn sonst noch anders? Oder wie geht es denn sonst mit dem Die Fahrrad? Schaltung ist neu. Vorne noch zwei Kettenblätter. Boah, hier pfeift der Wind. Der Herbststurm wütet hier schon. Wow. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, dass man wieder was hören kann. Genau. Ja, Flo, jetzt glaube ich, geht's wieder. Ja, vorne nur zwei Kettenblätter. Beim letzten Rad habe ich drei gehabt und ja, neue Federgabel geht auch besser. Jetzt eine RockShox-Gabel. Die alte hat schon immer bei meinem alten Rad immer gequietscht und die ist echt sehr gut. Und Sitzposition, wie geht es denn da damit? Schön aufrecht, also ist sehr gut. Thank you.
So, kurze Zwischenpause mal beim Runterfahren jetzt. Ja, war jetzt eine wunderbare Tour. Erst Frillensee, dann Steineralm oder oberhalb der Steineralm, wo wir waren. Ein wunderbar warmer Wind, total angenehm zum Fahren. Ja, und in diesem Zuge möchten wir mal wieder unsere YouTube-Fans grüßen. Und zwar, heute geht der Gruß ganz besonders an Maxi und Andrea. Danke, dass ihr immer so schön dabei seid bei unseren Filmen. Und in diesem Zuge wollen wir euch ganz herzlich grüßen und ein großes Dankeschön sagen. Und ja, wir wünschen euch natürlich auch eine gute Zeit. Viel Spaß draußen in der Natur, so wie wir das immer haben. Und ja, weiter geht's. So, Mensch, das war jetzt eine wunderbare Herbsttour. Bei lauem Wind, wunderbarem Wetter und die Blätter fliegen überall. Ganz eine tolle Sache. Ja, wir sind am Ende unserer Tour. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Viel Spaß in der Natur und beim Biken. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.